We're on the boat going to Lanzarote to see some volcanoes. The she's in here. We've got the sea there. And we've got a green lake here, I think, with a plankton. And a black beach. The volcano. Boulders. Some red lava here, black beach, and an emerald lake. Very hot there. Heat from the centre of the earth. Cooking the chicken and steaks. Of volcanic origin. This island rose from the ocean some 25 million years ago as a result of the accumulation of material from repeated eruptions. The area of Timanfaya National Park we are now visiting within the confines of the Fire Mountains is located in the southeast of the island and comprises but a small part of the 172 square kilometers covered by volcanic debris during the eruptions of the 18th and 19th centuries. Quantities of lava and ash are being scattered over the surrounding countryside. The explosion... Tell you what. Am 18. Oktober 1730 bildeten sich drei neue Öffnungen über Santa Catalina und aus ihnen entstiegen Dampfmassen, die sich über die ganze Insel ausbreiteten, in Begleitung von Schlacke und Asche, die sich in der Teil davon auf dem Land und die übrigen im Meer. Unter den Organismen, die direkt auf den Felsen leben, befinden sich in erster Linie Vögel, Eidechsen und vor allem verschiedene Flechtenarten sowie einige nachtaktive Insekten, die sich von mikroskopisch kleinen Partikeln ernähren, die vom Wind herangetragen werden. Es handelt sich in erster Linie um Käfer und Grillen, die möglicherweise eine große Ähnlichkeit zu den Arten besitzen, die vor Millionen von Jahren auf die Insel gelangten, als Lanzarote auf dem Meer auftauchte. Das größte Haupteruptionsherd befindet sich im Macizo del Fuego, in dem wir uns nun befinden. Der höchste Punkt liegt 525 Meter über dem Meeresspiegel. Dieser Vulkan ist von Schlacke und Asche bedeckt, die von den Eruptionen aus dem 18. Jahrhundert stammen. An der Kuppe kann man die ältesten Schichten betrachten, die nicht völlig mit neuerer Lava bedeckt sind. Die Einwohner von Lanzarote nennen sie Islotes, auf Deutsch kleine Eilande, und auf ihnen leben viele Pflanzen und Tiere,
die vulkanische Zersetzung der Erdoberfläche überlebt und sich später auf dem Boden lebhaft verbreitet haben. Dieser Komplex wurde von mehr als 10 eruptiven Ausgangspunkten aus gebildet. Im Zentrum des Vulkans. Die letzten Ausbrüche. Und so als erste die sogenannte Ojos bereitet. Das sind niedrigere Teile, die der Absicht gemacht waren und nachher das werden wir in Wirklichkeit am Ort besser sehen können. Und als sie fertig waren, die haben verschiedene Pflanzen entlang der Jahre da gepflanzt bei jeder denen, um zu beobachten, welche kann in diese Urde in Fällen so ein Souvenir mit Oliven mitzunehmen, das erinnert. In the wine region. She is at the salt flats of Lanzarote. Mm-hmm.